Hier ist Amo Benhamida. Ich hatte gestern einen sehr erfolgreichen Tunesisch-Arabisch-Kurs in München mit sehr interessierten Damen. Ich hoffe, es waren 8 intensive Stunden. Also ich glaube, es hat ihnen etwas gebracht. Und unter anderem habe ich ihnen gesagt, komm, stellt euch nicht so an, Arabisch ist gar nicht so schwer. Albi und Kelbi und Habibi und Abdrazak, das kann man doch einfach so aussprechen. Und dann kam jemand und sagte mir, ja gut, jetzt probier du mal Bayerisch. Und es gab ein Wort, also Eichhörnchenschwanz, nämlich Och Katzel Schwurf. Och Katzel Schwurf. Ich musste etwa 17 Mal üben, bevor ich das hier aussprechen konnte. Also, liebe Landsleute, Tunesier, für uns ist natürlich auch ein deutscher Dialekt gar nicht so einfach, wie wir glauben, dass Tunesisch einfach ist für die anderen. Obwohl wir uns bewusst sind, einfach ist Tunesisch-Arabisch nicht, aber man kann es lernen. Ich habe gestern schöne Erfahrungen gemacht, dass Wörter gelesen werden konnten. Dieses H und dieses K nach etwa 15 bis 16 Mal wiederholen, auch ausgesprochen, zumindest sehr nahe am Original laut ausgesprochen wurden. Also es ist nicht der letzte Kurs. Sobald sich wieder 5 Personen bis 6 Personen anmelden, hier vielleicht Interesse bekunden, dann organisiere ich in München wieder einen Samstags- oder einen Sonntagskurs, je nachdem, wie es zeitlich passt. Ganz schöne Grüße aus München, Amo Benhamida.